Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Creativerse. Ah, erstmal anders hinsetzen. Tja, lang habe ich dieses Spiel nicht mehr gespielt, aus zeitlichen Gründen. Es sind, glaube ich, mittlerweile sogar ein, zwei Updates rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was die Updates so groß verändert haben. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, müsst ihr wissen. Was ich weiß, ist, dass das Kreaturenverhalten sich geändert haben soll. Dass es nachts irgendwie auch gefährlicher sein soll. Der Kompass da oben scheint sich auch verändert zu haben. So, und ich habe was vor. Wie öffne ich denn nochmal... Ja, jetzt geht's mir schon wieder los. Moment, so wechsle ich das. Genau. Hier ist das Inventar. Wir haben ja richtig viel dabei. Leck mich mal am Arsch. So, haben wir denn noch... Wir haben noch 10 von solchen kleinen Pimmelfackeln. Was? Nein, ich will nichts distorten. So, ich muss mal ein bisschen durch die Kisten gucken. Was haben wir denn hier so alles? Ich habe euch ja, das weiß ich noch, versprochen, dass wir in diese ganz, ganz tiefe Höhle reingehen. Und genau das habe ich jetzt auch vor. Ich hoffe, ich werde sie wiederfinden. Fossilien. Das haben wir noch. Haben wir nichts mehr von diesen guten Fackeln? Das kann auch gar nicht sein. Was habe ich denn damit gemacht? Habe ich das alles verballert? Okay, ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen vorbereiten. Ach, da steht es auch eh für Inventar. Das ist ja sehr gut. So, okay, unser Charakter, den sieht man jetzt mittlerweile auch. Es hat sich echt ein bisschen was verändert. So. Ach du heilige Scheiße. Okay. Die ganze Übersicht hat sich hier auch verändert. Ich überlege, ob ich gerade kurz einen Cut mache, um mal ein bisschen was auszuprobieren. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie man sich jetzt hier die ganzen Rezepte und so weiter anguckt. Ich mache gerade einen kurzen Cut. Bis sofort. So, da bin ich wieder zurück. Ja, das Basic Crafting wurde anscheinend komplett abgeändert. Hier ist es ja nicht mehr, wie ihr seht. Ich habe es jetzt hier irgendwie... warte mal, wo war denn das? Hier in diesem Ding drin. Habe ich hier das gefunden, was ich haben wollte? Ich wollte mir ein paar Fackeln machen. Haben wir denn noch Kohle und Woodward? Das muss ich mal gerade nachgucken. Gunpowder. Ich hätte gerne ein paar von diesen guten Fackeln. Wir haben auf jeden Fall noch Kohle. Okay, ein paar Eiltränke haben wir auch noch. Haben wir denn noch Woodward? Das haben wir doch bestimmt, oder? Das klackert ja echt die ganze Zeit so. Was ist das denn da? Ist das die Kiste? Okay. Woodward. Ja, immerhin noch zwei. Na, damit werden wir jetzt nicht so mega viel anfangen können, aber ich versuch's mal. So. Stellen wir mal sofort fertig. So, 8 gute Fackeln haben wir, 10 schlechte Fackeln. Was brauchen wir noch mal für die schlechten Fackeln? Habe ich mir davon mal noch ein paar. Crackwood und Moos. Okay. Crackwood. Stinknormales Crackwood. Nein, ich wollte an die Kiste. Bist du Crackwood? Du bist ein Crackwood Lock. Ach du Heilige, ich glaube, wir brauchen irgendwie mal ein Sortiersystem oder so. Schöne Bricks, Sandstone. Oha, oha, oha. Ich glaube, wir müssen irgendwie mal ein bisschen farmen. Hier haben wir Crackwood.
Ja. Das Tor. Nein. Und Spaß, ich komme immer auf irgendeine Taste. Was läuft hier eigentlich die... Lol. Was um alles in der... Hier, Junge, ein Abgang. So, F. Ich würde es gerne looten. Darf ich es nicht looten? Wieso darf ich es nicht looten? Ich darf dieses Ding nicht looten. Wieso nicht? Doch, jetzt darf ich es looten. Haben wir echt kein Moos mehr? Ist doch ein Scherz, oder? Das kann gar nicht sein. Moos, Moos, Moos. Das darf nicht wahr sein. Ich habe kein Moos mehr. Okay, zur Not müssen wir uns unterwegs ein bisschen damit aushelfen. Brown Mushroom und Red Flower. So, warte mal. Ich muss mal ein bisschen was ablegen. Kohle. Brown Mushroom und Red Flower. Red Flower habe ich doch eben gesehen. Ja, Brown Mushroom. Das ist schon mal sehr gut. Blue Flower. Ja, fast. Da haben wir Red Flower. Machen wir uns mal noch ein paar Hillschränke. So. Komm, finish now. Und collect. Sehr gut, 14 Heiltränke, haben wir ein paar Fackeln, dann können wir eigentlich los. Ein bisschen Baumaterial haben wir auch dabei, okay. So, wollen wir mal gucken. Ich weiß doch ungefähr, wo wir hin müssen. Ich wollte ja in diesen einen Megaschlund. Und das habe ich natürlich auch vor. Ach ja, und ich weiß jetzt, dass wir mit C quasi crouchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man vorher auch schon crouchen konnte. Auf jeden Fall kann man es jetzt. So, mal gucken, ob ich diese Höhle noch wiederfinde. Diese Mega-Höhle. Ich hoffe ja. So, und wenn ich Moos sehe, muss ich das auf jeden Fall mitnehmen. Na komm, spring hoch. Ah, unsere Markierung, sehr gut. Autsch. Irgendwie fehlen ein bisschen die Geräusche. So, das sieht doch hier nach meinem Weg aus, wo ich mich ja damals hochgebaut habe. Otep, Otep, na komm schon. Ah, sehr gut. Und da sehe ich auch schon Moos. So, zack. Davon muss ich ein bisschen was mitnehmen. Aber da habe ich schon die nächste Markierung, die ich mir damals gesetzt habe. So, das hier nehme ich auch mit. So. Was ist das denn nochmal? Wines. Erstmal mitnehmen. Es hat sich auch ein bisschen was an den Biomen geändert. Aber um das komplett zu sehen, müsste man, glaube ich, eine neue Welt anfangen. Aber man kann diese alte ja auch sehr, sehr gut weiterspielen. Das wurde ausdrücklich gesagt, dass die darauf achten. Und ich glaube, wir sind eigentlich sogar schon da. Wir haben noch ein paar Red Mushrooms mit. So, da unten war es doch, glaube ich, oder? War das nicht da unten? Ich höre was. Ach, du. Habe ich gesagt, dass ich hier rein wollte? Hallo, wie viele Viecher sind das denn bitte? Alter, what the fuck? Hier ist ja alles voll. Ja, genau. Vielleicht noch ein paar mehr. Wie sind das? 3, 6, 7. Ja, natürlich. Wie soll ich denn... Alter, ohne Spaß, wie soll ich das machen? Also als ich das letzte Mal hier war, waren das noch nicht so viele, wenn ich das mal anmerken darf. Ich nehme gerade ein paar
Fossilien mit. Hallo, eins. So. Ja, okay, die Entwickler haben das Spiel wirklich schwerer gemacht. Das kann ich jetzt bestätigen. Wie mache ich das denn jetzt? Glowing Mushroom? Ach ja, die kann ich jetzt auch mitnehmen. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Das jetzt gucke ich natürlich gerade ein bisschen blöd. Alter, was für eine Armee da unten steht. Ja klar, das wären das mehr. Und Spaß, ich brauche irgendeine Fernkampfwaffe oder so. Ansonsten kann ich das vergessen. Wenn ich mich da runter baue oder da runter springe, bin ich instant. Da ist ja noch einer. Ich brauche eine Fernkampfwaffe. Ansonsten wird das nichts. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein, ey. Okay, dafür muss jetzt irgendjemand leiden. Und zwar du. Bam, bam. Fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Wie viele das sind. Okay, ich brauche irgendeine nicht ganz so gefährliche Höhle. Ich glaube, ich gehe mal gerade... Obwohl, jetzt bin ich schon mal hier. Ich kann erstmal hier ein bisschen farmen. Warte mal, geh du mal weg. Wir sollten sowieso ein bisschen mehr farmen. Dass wir ein bisschen mehr von der Grundausstattung haben, sage ich mal. Was ist das hier eigentlich? Badgewalk. Ach Mann, ich will da runter. Gibt es in Creators eine Fernkampfwaffe? Das würde mich mal interessieren. Die geht auch nicht weg. Das werden sogar immer mehr eigentlich. Ja, sehr gut. Das leuchtet ja richtig heftig nach unten. Hätte ich mir echt denken können, dass es nicht viel bringt. Alter, was Spaß, wie soll ich das machen? Ich habe zwar eine komplette Obsidian-Rüstung und ein Obsidian-Schwert, aber gegen so viel habe ich keine Chance. Was sind das für leuchtende Dinger da unten? Ich bin doch nicht mal ansatzweise irgendwie mal richtig tief unten gewesen, dass ich irgendwie ans Lava-Level komme. Es wird dunkel. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Okay, ich mache gerade mal einen strategischen Rückzug und werde mal bei uns in die eine Höhle gehen, die nur so ein bisschen tief runter geht, wo so ein Vieh, glaube ich, drin war. Ich hoffe einfach mal... Was ist denn da? Ich hoffe einfach mal, dass die Viecher jetzt in den Höhlen nicht generell so extrem häufiger spawnen, sage ich mal. Was ist das denn da oben? Warte mal, wo war denn das? Was ist das denn da? Na komm, spring hoch! Wie kommt... Hab ich den hier irgendwie hingebaut? Okay. Kann ich mich irgendwie nicht wirklich dran erinnern. Ich mache mir gerade ein paar Fackeln, wo das Ding hier jetzt schon so gerade rumsteht. Keine Ahnung, ob ich das Ding hier irgendwie mal hingebaut habe. Ich weiß es nicht. So. So, die Nächte sollen wesentlich härter sein als zuvor. Das wollen wir doch mal sehen. Die Höhlen sind es auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Scheiße, es darf doch nicht wahr sein. Oh nett, Kohle, Gunpowder. Nehmen wir alles mit. Was ist noch eine Kiste? Ha. Dumm die dumm. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin noch nicht ganz vorbereitet für so eine Höhlenexpedition.
So, ihr kleinen Viecher. Du willst mich angreifen, bist du sicher? Bam. Oh, Alter. Bleib mal geschmeidig. Okay. Wenn jetzt natürlich in Massen kommen, dann bin ich natürlich richtig hart gefickt. Okay. Das ist unser Haus. Ach, da war auch schon wieder ein Kollegen hier. Du brauchst gar nicht wegzulaufen, ey. Ich mach ich weg. Ja, das war ein Reinfall, ey. Das war ein richtiger Reinfall. Ach, aber nur Spaß. Lass mich in Ruhe, kleines Mistviecher. Komm, rein in die gute Stube. Tja, Mensch, das war ja mal ein Mega-Erfolg. Leck mich mal am Arsch, ey. So. Du kannst da noch mit rein. Knochen haben wir ein bisschen. Gunpowder? Ja. Ich bin schon wieder so voll, ey. Es gibt bestimmt doch irgendwie eine Möglichkeit, größere Kisten irgendwie zu machen. Das gibt es bestimmt. Okay, irgend so ein blödes Rezept für eine Wood Power Cell. Wehe, hier kommt jetzt irgendwas auf den Kopf gesprungen, ey. Dann. Was war das denn da hinten? LOL! Die können hier drüber. Ja, herzlichen Glückwunsch. Na, das kann ja alles noch was werden, ne? So, hier haben wir noch ein bisschen was davon. Das kann hier mal rein. Ein Stück Kohle. Das Rezept tue ich mal hier mit rein. Alter Fall, ey. Nachts unterwegs. Herzlichen Glückwunsch. So, hier haben wir hier ein bisschen was ab. Ein paar Pilze auch wieder gefunden. Wir scheinen noch halbwegs unentdeckt zu sein. So, hier tun wir mal die ganzen Pilze rein. Wobei, die nehme ich mal mit. Das hier kann hier noch rein. Das nehme ich auch mal mit. Das tue ich hier noch rein. Okay. So, würde ich mal sagen. Hier war ein bisschen... Ach du Heilige, sind das viele. Okay. So, da war, glaube ich, die Höhle, die nicht so ganz mega tief runterging. War es nicht sogar die hier? Ich glaube ja. Was läuft da oben denn rum? Alter, überall diese Mistviecher, ey. Hat er uns gesehen? Da ist auf jeden Fall die Kiste. Ach du Heilige, jetzt kommt die ganze Meute an hier. Oh oh. Okay. Okay. Ach du Scheiße, noch mehr. Alter. Oh, oh, oh. Fick dich mit deiner Wichsdrehattacke. So, weg damit. Was haben wir hier denn? Irgendwas ganz Tolles, hoffe ich. Boah, Alter, der hat mir aber mächtig gegeben gerade. Alter. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ich guck mal ins Inventar. Okay, unsere Rüstung verliert auch an... Alter, da ist noch so einer. Ich will an die Kiste da eigentlich ran. Unsere Rüstung verliert auch so ein bisschen an Rüstungseinheiten, sag ich jetzt einfach mal. Boah, Alter. Okay. Ich habe mir gerade einen Heiltrank reingedrückt. Ich will auch dann nur zu der Kiste hin, ey. Alter, schwör so ein Mistvieh, ey. Lass mich in Ruhe. Und der Kollege da hat uns auch wieder gesehen. Okay, komm her. Komm her, du Sau. Ich mach dich weg. Nein. Geh weg mit deiner scheiß Drehattacke. LOL. Stier.
dir ab. Der hat uns schon wieder mächtig gegeben. Okay. Okay. Ich nehme mal wieder so einen Heiltrank. Ein normales Piggy. Was ich das doch erleben darf hier. Oh komm hier. Das darf nicht wahr sein. So, komm, geh weg.